Wir wollen von einem reden, mit was wir eigentlich alle Tag zu tun haben. Und die Nummer ist nicht positiv, aber ich hoffe, wir kriegen da was drüber. Wir wollen einfach von dem Sotun reden. Sotun ist ein Widersacher. Das ist eine Timerbotschaft, vielleicht alle eine Studiumsbotschaft. Aus der Tagesbotschaft. Wenn wir eine Tagesbotschaft haben, dann haben wir ein paar Farge, von was wir bloß einfach nicht mehr reden, was wir ütlaien, in nicht, was alle Punkte kommen, was wir da nehmen. Das ist eine Tagesbotschaft. Und von der habe ich nicht extra einen Tags, aber wir haben viele verschiedene Städte, von was wir reden wollen. Vielleicht sind das so viele Schriftstädte, dass wir die lange nicht alle nehmen wollen. So viel von denen wollte ich bloß kurz erwähnen. Aber da wollen wir doch zum Anfang ein paar Verse lesen über einen Tag. Und das ist 1. Mose 3, wo das das erste Mal Evadel kommt. Und dann, ich glaube, das gibt uns auch 14 einen klaren Geschmack, mit wem wir das zu tun haben. Das sah ich in 1. Mose 3, Vers 1. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret's auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben, ihr werdet nicht sterben. Sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Man kann sie Glaubensartikel haben in einem Punkt, Desasterpunkt, der sagt: Wir glauben, dass es einen Teufel gibt, der auch alte Schlange, großer Drache und Satan genannt wird. Dass er der Fürst ist, der in der Luft herrscht, dass er sich als Widersacher gegen Gott und alles, was heilig, rein und gerecht ist, stellt. Dass große Menschenmaßen nach seinem Willen von ihm gefangen genommen sind. Wir glauben, dass Jesus Christus durch seinen Tod und seine siegreiche Auferstehung vom Tod dem Teufel die Macht genommen hat. Dort ist wundervoll. Und wir glauben, dass das ewige Schicksal des Teufels in dem Pfuhl sein wird, der mit Feuer und Schwefel brennt, der für den Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das ist der Punkt mit dem Glaubensbekenntnis. Zwei Punkte habe ich geteilt. Erstens werden wir von den Numes vom Sotun reden. Und zweitens, was die Bibel über den Sotun lehrt. Das deutsche Wort Teufel kommt das griechische Wort Diabolos, wenn ich das reich sei. Auf Spanisch sei wir Diablo. Also das kann sein, dass ein starker Connection mit das griechische Wort. Teufel, auf Plautisch ist das gruselige Wort, was uns gelehrt. Mir lehrt das nicht, das Blödes zu sein, das ist das Wort Devil. Devil, Teufel, das ist dasselbe Wort, dasselbe Herkunft. Teufel ist eine Übersetzung von dem hebräischen Wort Sotun. In den Sotun ist ein Jener, ist ein Feind.
Jesus hat dort, okay, das Wort viel gebraucht. Wir haben da ja in der Geschichte von der Krüt und am Wert, mein Krüt, was am Wert gesagt wird, da braucht Jesus dort, naja, in der Luther, was sagt, und gestern, wenn so gesagt, da wird das Wort Feind gebraucht. Und der Teufel oder der Satan ist auch ein Feind. Das ist ein Feind Gottes. Der ist jen Gott. Das ist ein Feind vom Reich Gottes. Und das ist auch ein Feind von den Menschen. Das ist einfach jen Gott, jen Gott sein Reich und jene Menschen. Sein Ziel ist bloß einfach, Gott in Menschen in einzubringen. Dort noch zu boven an. Beide sind seine Feinde, aber diese sollen noch in eingebracht sein. Die sollen nicht taub stehen. Und dann eine Offenbarung sagt noch das Nummer, dass ich mit dem Glaubensbekenntnis los Drache in Ole Schlange. Wahrscheinlich ja der Taub mit, was in 1. Mose steht, auch von der Schlange. Also in 1. Mose war es eine Schlange, kommt eine Form von einer Schlange. Und dort eine Offenbarung redet dann von der Ole Schlange. Das sind ein paar Numes, noch ein paar Meier. Der Teufel ist auch der Beiser, der Böse. Luther hat bloß einfach gebraucht wieder der Arge. Eine Luther-Versatung redet von Arge oder Bösewicht. Jesus nannte auch Fürst dieser Welt, auch andere Schreiber vom Neuen Testament. Ein Fürst, was ist das, wenn ein Fürst ist? Das ist einer unserem König oder einer unserem Kaiser, wie in vielen Fällen ein Fürst. Also das ist ein hoch angestellter ein Königreich. Er ist der große Jener von dem Erlöser. Das hört sich so, als wenn er einfach eine Macht hat auf dieser Welt. Wenn als Jesus dort begegnet hat, am zu versiegen, dort in der Wüste, nur Jesus in der Taufe, dann baut er all die Reiche, die Kingdoms von dieser Welt an, die Königreiche, die wurde am Leben, konnte so tun, mit Königreiche schaffen, der wieder geben, konnte so tun, der wieder geben. Er baut ihm das allemal an. Ich würde hier gleich heute sagen, dort kann bloß so weit passieren, als der Allmächtige Gott dort jemals zulässt. Paulus nannte ihn auch den Gott von dieser Welt. Was all die Ehe, was dem himmlischen Vater traf, die wollen nur sich tragen. Ich, das was der Sultan will. Und unter dem befinden sich all die ungeradenen Menschen. Die Menschen, die sich noch nicht heraten lassen, die befinden sich unter des Teufel. Das Wort Teufel wird auch gebraucht aus Fleischrat wieder Teufeln, eine Mehrzahl böse Geister in auch Dämonen. Wie war Luther nach Metallab dort kommen? Luther hat das Wort Dämon nicht gebraucht, Demons, aber andere deutsche Versatungen, da kommt das Vers, das ist eine Schlacht der Bibel, der Wort manchmal nicht steht, böse Geister, redet da von Dämonen, bloß am Wort Erklärungen, er war die Numes, das nicht dort dann nicht verkommt, das bloß an verschiedene Versatungen, verschiedene Numes. Und
wenn wir an den Dämon denken, da das auch ein bisschen das mit dem anderen Wort, was ich hier schon erwähnt habe, wird Plotitsch Devil, und das darfst ein grauenhaftes Gefühl, nicht? Über den grauenhaften. Und was sie so schafft hat, geschichtlich, als dort, wenn wir gucken, was hatte Herde gedacht, Jahre, Jahre alt, dann, und was denken die Weltmenschen über den Teufel, dann hatte einmal ein bisschen, vielmal, das grauenhafte Gefühl. Aber, okay, hier war aber kurz ein Ding ganz klar gemacht. Du hast kein Vergleich, du hast kein Match. Hier rede ich von Reisen, mit der Jugend der Reisen, so eine, wer ich werden will. Zwischen Gott und Allmacher Fuder und den Teufel, du hast kein Vergleich, kein Match. Dort würde ich nicht Reisen. Habe ich einmal gedacht? Du hast nicht ein Match. Du hast nicht ein Vergleich. Der Dämon ist kein Gott. In der Wort über von vielen Menschen aus dem Gott Jehovah. Das ist eine wichtige Tatsache zu weiter. Er ist lang nicht Glück mit Gott, wenn er auch eine große Macht hat und all das ist. Er ist grauenhaft, wenn wir daran denken, dass er bloß nur noch Handschaft das Leben, das geistliche Leben und das körperliche Leben von einem Menschen zu verstehen. Er will bloß einfach den Menschen tot machen und er will den Menschen körperlich tot machen, er will die geistlich tot machen. Das ist das Ziel von dem Satan, bloß einfach zu wahren und am zu bringen. Aber weißt du was? Dort, wenn Jesus dich bekommt, der Mensch wird besät, der Mensch hat böse Geister, aber Jesus braucht bloß dich bekommen, dann wirst du dir kurz hier vor, als er würde verschwingen machen. Dann wirst du sie das kurz, dass sie machen, sei ja viel stärker zu tun haben. In Prag hat er all das nicht, was quälen, nicht? Oder was immer dort passiert, mit der Garde Rainer. Gut, wir gehen wieder. Wort der Bibel. Über den Satan lehrt, und dort habe ich noch ein drei Teile. Die Existenz, das Dasein vom Teufel, und wo der Teufel ist, und drittens, wo der Teufel schafft. Sie, so sich all seht, das hat unter den Menschen immer verschiedene Verstahlungen über den Satan gejäfft. Wort von den Verstahlungen sind biblisch, Wort von denen sind nicht biblisch. Zum Beispiel, das eine Bild, was wir von Weltel Jemula, was wir vielmals sehen, dass eine rote Gestalt ist, mit Hirn, mit einer dreitigen Euphorik, mit einem Zell. Naja, wahrscheinlich sind dem nächsten dort. Wenn du auch in Offenbarung guckst, Handiedungen sind von einem Drache, in der den Seel hat, in der er mit dem Seel hat, den Drehreport von den Stirntjes vom Himmel raufgewascht. Trotzdem glaube ich nicht, dass er das gestohlt hat. Wahrscheinlich nicht. Könnte er, könnte wahrscheinlich abkommen, ist es dort, aber so. Ich glaube, wenn wir würde aus wie kann im Kreis gehen, aus ein handsome Mann, wo nahmen wir dort, ein Gott ist seinen Dämon Handstahle, dort würde gereicht sein. Wenn ich kann ab Renten war ich zum Verschienen kommen, bloß dass das klar ist, das ist nicht gebungen und das und so sitzen it. Dort im Jaft, dort
bewies die Bibel Leinhahn von dem ersten Kapitel, ich meine hier von 1. Mose 3 an, bat Offenbarung von dem ganz letzten Kapitel, sondern im 19. 20. Kapitel, da wird ihm beseitigt, da wird ihm vollends sein Platz gegeben, wo die ab einmal bleiben wird. Und dann, aber er ist wirklich dort, das Lied der Schrift. Er ist nicht bloß ein Mythos, nicht bloß eine alte Geschichte, was immer war, wieder verteilt ist worden. Der Engel im Himmel, die treue Engel, die wird der treue geblieben sind, auch die aufgefallenen Engel, die sind alle von Gott erschaffen. So verstehe ich das Wort. So der Teufel ist auch ein Geschöpf Gottes, von Gott erschaffen. Er ist aber nicht, so sich alle sehen, er ist nicht Gott ähnlich. Wenn Gott im Schafe kommt, wenn Gott im Mörke kommt, dann ist er nicht so Gott, dann ist er unser Gott. Trotzdem fällt sich uns das manchmal nur eine unheimliche Tatsache, eine unheimliche Sache von dem Sündenfall dort in der geschaffenen Kreatur, wenn wir das eine Kreatur nennen können, so ganz und gar auf das Böse gereicht ist. Bloß mal auf dem Böse, bloß das Böse. Dazu wird er bloß Leinhahn gereicht ist, nicht? Manchmal hat er das am Gouda, mit dem Gouda schien. Aber sein Ziel ist Böse. Da sind verschiedene Schriftstellen, auch im Alten Testament, dort hat einfach das dort schafft. Zum Beispiel in 1. Chronik 21, Vers 1, da stand der Sultan bei Israel, jen Israel, in reizt David. Bloß einfach reizte, das auf die Chessetor gebrückt, und der Satan stand wieder Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließe. David wusste, das soll er nicht tun, in der Sultan versagt ihm. Stund da in Mürke, will ihm das bloß einfach tun in Mürke. Und Zacharia, da soll in das Volk zurückwerden, die Gefangenschaft, und dann soll der hohe Priester Josua, und gesagt wurde jetzt nicht der Josua, von was wie Eier rede, von was Martin hier redet, ein anderer, von viel Luther, soll der angesagt worden als hohe Priester, aus der Gemeinde war er frisch gegründet worden, sie zurückwerden von Babel. Und dann steht Josua vom Engel, vom Herrn, und dort wird betekent aus Jesus. Und der Sultan steht auch. In weil er jen schaufe. Das soll nicht so sein. Den weil wir nicht ansaht. Und dort ist ein sinniger Mensch. Vergleicht ihm da in sagt das Schlechte von dem Josua. Sieh, immer der jen. Sogar wenn der Engel des Herrn da steht in da wird plunen. Naja, Zacharia sagt das wahrscheinlich einen Gesicht, einen Vision. Wie viel Teufel dort gibt, dort sagt die Bibel nicht kriegt. Das ist nicht gesagt, dort gibt einer oder zwei oder drei. Naja, aber das Wort kommt immer eine Einzahl für Diabolos ab Griechisch, Teufel. So ist, wenn das einer ist. Er kämpft her, als wenn er in Eva da ist, Eva ein Rick. So, das waren da doch, das waren er Helpers auf, oder das waren der Engel in der Arm sind. Und dort lehrt der Schrift, dass es dort habe, das zu holen.
In Matthäus 12, Vers 24 wird am Jenkam aus Jesus der Teufel übertrieben, weil er durch Wort von der Welt macht, er übertrieben deit, dann bleibt die Lieder, er deit durch Beelzebub, den Ewaster von den Dämonen. Und er kann bloß einfach fair aus dem da sind Meier Städte, wo das so je wird, dass er die Ewaster ist. Und dann wird auf verschiedene Städte von seinen Engeln geredet oder von seinen Boten. Und dann dort am Galiläischen Meer, dann wird die Dala dort, bei den Gadarener, wo Jesus den Mond manchmal traf oder manchmal gräber wird. Dort sehe die unsaubere Geist bloß einfach wie Sand fehl. Denn wir sind unser Viele nicht. Und dort wird Legion gebrückt. Hinan sich als Legion, was er meint, dass wir fehl sind. Eine Legion, dort wird eine Zeit 3000 römische Soldaten, Luther wird die Schule, man hat gebracht, nur zwischen 5000 und 6000 Soldaten, wird eine Legion hier. So, die Beisergäste nahmen sich das als Legion. Okay, wieder gehen wir da noch, wo der Teufel ist. Sie wahrscheinlich, ich glaube, es ist klar, dass einer von den Engeln ist, was er gesündigt hat. Von den Engeln hat gesündigt hat. Nur sein Wesen, nur sein Dasein, ist ein erschaffener Geist. Er ist nicht an Materie gebunden. Ans Körper ist es, wie sage ich, Materie, es Stoff, was er war er trägt Stoffwort, war er trägt Irdwort. Und nur sein Wesen noch, als er auch das, wie sei unser Seil, der ist anstofflich, nicht, der ist nicht an Stoff gebunden, der lebt nur am Stoff, an das Material. Und er ist, das ist ein Geist, nicht? Aber wie holen das dafür, dass er so tun, dass der Teufel eine Person ist? Eine Persönlichkeit. Dort sitzt er nur, wenn wir die Versuchung Jesu bekicken. Da sagt er, der Versucher trat zu ihm, der kam nur am Jegune. Wenn ich Jesu Gott sehe, du hast kein Vergleich mit Gott. Der Herr Jesus und Gott sind eint. Trotzdem will er sich da meten. Der Sultan will sich da mit Jesus meten, an dem da dem da versiegt gedeiht. Was Jesus selbst von dem Teufel sagt, bewiest, dass das eine große Macht ist. Wie seht nicht allmächtig, das ist kein Mensch. Aber er ist trotzdem eine große Macht aus dem Fürst in dieser Welt. Er hat die Macht dort, all die Reiche von der Welt mit der Herrlichkeit, sage ich Matthäus, und dann sage ich Lukas, du noch Tau, in einem Augenblick über die Welt zu kriegen, in Jesus zu erwiesen. Okay. Der Brief von Epheser, der redet auch von der Macht vom Teufel. Und durchankert mich den Vers zu lesen. Epheser saß Vers 12. Epheser saß Vers 12, da sagt er, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist das beschriebene Wort.
Wieder sagt es, Paulus schreibt da in Korinther, dass er sich als ein Engel des Lichts verwandeln kann, wenn es darum geht, Menschen zu verführen. Und hier ob sie schicht, ich kam zurück für Gott, so sei du bei Zacharia deit, red mit Gott, ja, das von Zacharia hab ich ja gesagt, aber sieh, hier soll wir das vielleicht so sein. Wenn du so tun, auch verdammt ist, in Besicht ist, am Buch Hiob, kommt er nach Evadel in der Himmelswelt. Das darf uns vielleicht manchmal freuen. Und das ist vielleicht gleich neidig, dass wir das alle verstehen. Er wirbt die Meetings am Himmel und ist aber nur die Erde geschmähte. Wenn ihr dort kriegt, passiert das. Auch dass er auf Erd steht, ist vielleicht nicht unbedingt neidig, dass wir dort weiter. Aber in Offenbarung 12 wird dort taub mit Jesus in die Geburt, mit der Früh, wo er schwanger wird und wo er ein Kind hat. Und dann will der Drache, will das Mensch drum wuter, der will den Heiland anbringen. Der Sultan schafft, dass er nur mit allem wollt, dass er den Jesus wird anbringen, dass er das Kind wird anbringen. Alles das ein kleines Kind wird, will er den auch anbringen, nicht? Und da sitzt es von Offenbarung 12, dort beschrieben wird, und dann führt es nur dort, auch an den nächsten Vers, dann redet er von einem Streit, was am Himmel wird. Michael, was wir glauben, was ein von den geraten Engeln ist am Himmel. Du hast einen Gabriel, du hast einen Michael. Der Michael hat einen besonderen Engelsfürst sein, noch allem noch. Wenn die Bibel auch nicht viel mehr davon schreibt. Aber Michael in seine Engel streite jen dem Drachen in seine Engel. Und dann wird der Drache mit seinen Engeln aus dem Himmel rittgefecht, weil er da rittgestoppt. Naja, als du dann nicht so taub hast, dass du schreibst, oder jeder das so, dass wahrscheinlich hast du mit Jesus sehen, auf diese Welt kommen, aus dem Himmel rittgedun, aber vielleicht habe ich eine andere Meinung da Eva. Also, wenn es wichtig wäre, können wir sagen, dass wir das Krieg wüssten, dann würde der Krieg beschrieben sein, nicht? Also, vielleicht können wir da ein bisschen. Und dann kann ich mir noch ein Wort lesen, wo Jesus das beschreibt. Ja, und das werde ich in Johannes 8 lesen, Johannes 8, Vers 44. Okay, hier ist ein erneuerter Streit, eine erneuerte Erholung zwischen wahrscheinlich den Pharisäern. Und dann sagt Jesus da in Vers 44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Lust wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er von seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Ein Mörder, ein Lehner. Von Anfang an, beides zuerst, von Anfang an ist ein Lehner. Und wenn er Jesus sagt, wenn die Lüge redet, dann redet er bloß so die Salz aus. Das eine, das gehört am zu lehen. Also,
so tun es bloß einfach in Lehne, in den Futter von Lehnes. Ihr habt uns dort da nicht einen Abscheu, das ganze Lehne. Eigentlich, lass auf eine Call, ein Meeting, was wir haben, ein von unserem jährlichen Meeting. Da wird gesagt, von dem, was die Anleitung möglich ist, wir sind so froh, dass hier bei uns die Wahrheit geredet wird. Möchte das einmal so bleiben. Möchte das einmal so bleiben. Dort ist ein sehr guter Teken, wenn ihr an der anderen seht, da ist es bloß Lehe in Lehe. Hier hat eine Frau, wenn was ist der Teufel so verhasst über uns Menschen? Wenn was ist der so wuttig über uns? Hier können vielleicht über den Engel oder über Gott da sein, aber wenn was ist über uns Menschen? Sagt die Bibel dort? Hier dort mal, wo ihr lest. Ich weiß nicht, was die Bibel die Antwort gibt. Ob ein Schreiber gab das so, wahrscheinlich, als er verhasst über die Menschen, wenn Gott den Mensch die Abgabe gab, was er dacht, was seine Abgabe war. Er dachte, er würde die Welt regieren. Und ich kriege den Mensch die Abgabe. Herrscht über sie. Der Mensch soll über die Erde herrschen. Das ist ein Gedanke, der wir bloß aus der Meinung holen, wenn die Bibel das nicht kriegt, was dort sagt. Und vielleicht können wir da noch zu sagen, wenn er allemal jen Gott ist, warum würde er nicht auch gehen dort sein, was der Herr tat? Und was er gemerkt hat, der Herr hat sich was zu sagen, was fernet gemerkt, die Menschen. Und wo wird der Soto nicht dann auch jene Menschen sein? Sie. Der Teufel will an Wahrheit, nicht steht Wahrheit. Er will Distanis, nicht steht Licht. Und er will den Tod, nicht steht Leben. Das ist eine wahre Erholung von was wir gesagt haben. Und das sind Streben, es bloß immer war, dass sich durchhand stahle, wo Gott ist. Sich Gott liegt zu stahle. Paulus schrift dort, und 2. Thessalonicher 2, Vers 4, und das geht dann Tophang mit dem Antichrist, aber da sagte, der da ist der Widersacher und sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt. Also, dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein Gott und gibt sich aus, er sei Gott. Das ist sein Ziel. Ich sehe dir schon, du hast kein Match, das ist nicht Wahrheit. Aber das wird er dort, in wo er noch Hand schafft. Er will Gott lieb sein. Und dort ist Grautschit. Und dort ist Lehnes. Sagt, was er mögt, als wir sind, dort ist Grautschit. Und dann, zu boven dann, ja, Lehnes. So tun sie dort zu Eifer, sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dort steigt Grautschit in Lehnes. Und Mensch, okay. Bloß noch ein Gedanke hier zu Adam und Eva. Sie würde so sein als Gott. Wenn die war von dort Äther, dann würde sie so sein als Gott. Zum Teil, entwässert wurde er, ob die merkt, dass sie dann das Gold und Beise, dass sie dann einmal mehr zu sein kriegen. Aber, wir kennen das als Gott. In Wirklichkeit, die ganze Menschheit kommt dadurch bloß wieder auf von Gott. Nur steht Gott dich der Bitte vor, kommen wir die Menschen wieder wahrgekommen von Gott. Das ganze Wirken, das der letzte Punkt hier, das Wirken vom Teufel ist Sünd. Alles, was der Teufel tat, handelt sich um Sünd. Johannes Schrift in 1. Johannes 3, Vers 8, wer Sünd tat,
der ist vom Teufel. Wenn der Teufel, der sündigt vom Anfang an. Der Teufel herrscht an der Luft mit den bösen Geistern und Dämonen taub. Rannt hahnenträg, flecht hahnenträg, schweift hahnenträg in Sieg bloß nur Menschen, um dich an Sinn zu verleiden. Für Gott kommt er aus den Widersachen, aus den Verklärer. Verklagt die Menschen bei Gott, in weil Gott immer war der Vermule, was für eine schlechte Menschen dort sind. Geht rum aus den brellenden Löwen. Das ist uns noch ein interessanter Gedanke, weil seine wem er verschlingen kann. Dort hat er was nur, was Gott selbst sagt hat. In Jesaja schrift davon, dass Gott aus dem Leben brellt, Israel mal zurückzuholen. Das ist wie ein Nier für mich. Aber ja, in so einem Sinn, dass der Sultan dem Herrn das sein einfach sich hier zu lassen, dort zu wollen kommen. Wenn das so ist, was ich das hier abgenannt habe, dann habe ich Ursache zu kämpfen. Jener zu kämpfen in fester Stunde. Wir wollen dann ein Klima wieder abkommen. Die Gemeinde ist ein sehr großer Anstoß vom Sultan. Sultan ist einfach wütend doll über die Kirche, über die Gemeinde. Irgendwie fing er an Matthäus schrift dort, Jesus sagt dort, in Offenbarung fing wir das an, dort dazu schien, dass wann zu der Endzeit, am Ende der Zeit, wollte Sultan noch einmal mit einer größeren Kraft versuchen, unterzukommen. Er wollte bloß einfach am Verdorben bringen. Er wollte seine die Gemeinde aufzukriegen. Und das sitzt so, nur dort noch, was Jesus sagt, das Wort dem gelingen, von Stöte aus mit einem Schien. Vielleicht habe ich das dort noch an, mit einer Scheinherrschaft. Dort hat den Schienhaf, so es war ein regiert. Wie weit dort? In Wirklichkeit wurde nicht regiert. Aber dort wurde vielleicht über dem den Schienhaf. In der Versuchung wurde sei ja groß sein. Dort sage ich das. Aber ich freue mich dort, wenn ich Matthäus 24, Vers 24, das leicht zu behalten. 24, Vers 24. Da sage ich, wo es möglich wäre, er wollte die Auserwählten versicherte verführen, wo es möglich wäre, dort erst noch ganz ein Openheit, dass ihm dort was möglich sein. Ja, wahrscheinlich wird er samt der Hölle kriegen, ich wünsche nicht. Aber wo es möglich wäre, so. Das ist nicht möglich. Wenn du mit dem Herrn seine Wurst, wird das nicht möglich sein. Und dann, Mädel an der Tiet, von der Scheinheiligkeit, von der Herrschaft, wird der Herr kommen, so ein Blitz in den heiteren Himmel. Vielleicht eine Wolke, sie sagte, ach, aber auf einmal so plötzlich, als wenn es mal Mädchen, keine Wolke sind, auf einmal blitzt. Auf einmal wird die Haare da sein. Dann wird es ein Engel. Dann wird es ein Engel. Paulus steht all da am Beten, dass Gott den doch am Korte wird unja klönge, in Römer 16, Vers 20. Aber bei dort passiert, versiegte er immer noch, dass er Lösungsweg zu verstehen. Aber dem Sultan ist die Wolke genommen, mit dem, dass er Jesus anbringen kann,
Asm uba die Wort, die Macht, die wam dort genommen. Er hat nicht mehr die Macht, die wam dort. Er hat nicht mehr die Macht, Eva dem Herrn seine Kinder. Dort ist ihm genommen. Nachdem nun, das sagt Hebräer 2, Vers 4, nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, dass als Jesus. Jesus, das der Mensch Fleisch und Blut hat, so wird Jesus Fleisch und Blut, ist er dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nehme, dem, der das Todesgewalt hatte. Jetzt ich so, eierhafte so tun, die wollte, am Tod gehört, aber der ist ihm genommen worden, nur hast du nicht mehr, nur hast du nicht mehr. Wann er die Menschen nach Land ein blind merken kann, dass die nicht sein, nicht zum Glauben kommen. Er will immer noch das Wort, wenn gepredigt wird, dann will er das wahrnehmen, sonst dort ein Fehl kommen, in Name, dass die redende Wort wahr. Oder er versiegt immer noch Kreuzot, wenn irgendwo Gottesot gesagt wird, und dann noch Kreuzot mag sein. Er hat noch seine Erlehrer, was er aus Gereitschaft aus Tüls brückt. Er kann sich noch aus dem Engel von Licht verwandeln. Es sagt nicht zum Wunder, wenn seine Diener dort auch tun und sich auch aus Diener von ihr, so tun seine Diener sich auch aus Diener von ihrer Reichtigkeit mitgeben. Dort versägt er noch zu tun. Aber ein Wort er nicht tun. Sein Urteil wird er nicht von wahr kommen. Wenn Jesus in dem Himmel kommen wird, dann wird er nicht wahr kommen. Jetzt sage ich dir, denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. Am Ende wurde so tun, in seine Engel, an das vier Puddel, ich stelle mir so fährt, wird unendlich groß sein. Aber an den feurigen Pfuhl, wird er mit Schwefelblatt brennt, geschmähte worden, und wird er gequält worden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Auch all die Engel, auch all die Angläubige. Menschen, die sich nicht heraten lassen, waren mitgegangen. Da wäre es so wichtig, dass wir von der ans Wort im Herrn übergeben. Menschen heraten. Das geht um den Recht Gottes. Das Recht vom Sotun, dort wird verschwingen, dort wird dort ablenden. Und Jan Puddel wird er brennt. Ja, das scheine Wort, der Herr hat überwunden, und der Sultan Assel überwunden. Die angeratene Welt, die lebt noch in Angst vor all den bösen Geistern. Aber die Gemeinde, weißt du was, die Gemeinde hat die Macht über dem. Wie hat die Macht gekriegt? Als Gemeinde habe die Macht. Dein Wort der Glaube hat ihn überwunden. Das ja in 1. Johannes 2 nur lese, Vers 13 und 14. Das ist wichtig genug, das er wird zu lesen. 1. Johannes 2, Vers 13 und 14. Da sagt er: Ich schreibe euch, Väter, denn ihr kennt den, der von Anfang ist. Ich schreibe euch, Jünglingen, denn ihr habt den Bösewicht überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennet den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennet den, der vom Anfang ist. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, denn ihr seid stark. Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt bei euch und ihr habt den Bösewicht überwunden. So wundervoll. Kinder Gottes, junge Männer, Junges, wir alles, Sastre, Breiter, Sastre,
Wie wird im Glauben sein? Ich habe ihn immer Wunder. Wenn wir dem weiter tun, so mächtig ist das. Was haben wir hier alle? Von dort Jesus durch, all die Rechtthemen, das römische Recht, die Commonwealth, England, wir können sagen, ich kann uns irgendein Recht denken, all die ratsten Reiche, was jemals existiert haben, sie, die können Herr Jesus erwiesen, ein Augenblick. Aber du und ich, wenn wir dem weiter tun, dann Matte führt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das soll ich klar haben. So wirst du euch erst dann, mit Gottes Hilfe, widersteht dem Teufel, so flieht er, dann Matte bloß führt. Wir haben ein Wort von Gott an uns, wenn wir den Helden Geist haben. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wer gläubig ist und Jesus läuft, der ist ein Kind von den Vater, was du abhast. Wahrscheinlich hast du von der ohne Entscheidung gemerkt, zu wollen recht du wieder hier was. Ich glaube, die hatte die Entscheidung all klar. Aber wer die nicht gehört hat, wahrscheinlich mit das, als die das klar geworden, zu wollen recht du hier was. Wir haben mit dem Taub noch einmal ein paar Vers Eva sei in der Bibel, Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Wie war das in Luther 19, 12 da noch? Ich meine, Eva rein sei kann. Ich werde das einmal verlesen und dann wollte ich den Vater, er war wohl für das Abstehen der Taub. Ich werde es einmal lesen, Offenbarung 12, Vers 10 und 11. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach vom Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Wir waren alle taub. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach vom Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Noch einmal. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach vom Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Das Vers deutet ihn wahrlich, ich war nicht lehre, das Vers, wie der Latz auf deiner Schall, da das mir sehr viel wird, der ich war nicht gelehrt habe. Welche Bede, aber haupt neigen. Großer, allmächtiger Gott, wir danken dir von dir, dass du Gott bist. Wir können lange nicht alles über dich und über dein Dasein verstehen, auch nicht über den Teufel und wen wartet in jedem Mord. Aber das trägt auch, dass du das alle weißt. Wie will die bloß danken, wie will die loben und wie will die preisen, dass du uns mit dem Sultan seine Macht rückgeraten hast. Wir danken dir, dass Jesus den Tod überwunden hat und die Sünde überwunden hat und dass wir von dir sich haben dürfen. Wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir neidig haben, um jeden den Sultan zu tun. Wir danken dir auch, dass
und ja alle Umstände möglich ist, sicherheit zu bleiben, wenn wir an dich sind. Wir danken dir, dass du deine Kinder holen wirst. Und die wollen sich an dich holen. Und wir beten, dass wir in unsere Kinder am Glauben bleiben wollen. Wir beten, dass die deine Gemeinde im Glauben bleiben und treu bleiben wird. In Jesu Namen. Amen.